ist die Chance für Schwerin, auf 2 Tore hier davon zu ziehen und etwas Sicherheit ins Spiel zu bringen. Nur als Mitglied von Grün-Weiß Schwerin, Fred, wie sehr fiebert man da gerade mit? Ja, ich fieber extrem mit, weil ich einfach weiß, was die Mannschaft investiert, was sie trainiert, wie sie auch darunter leidet, nicht so einen vollen Kader zu haben. Deswegen ist es eben wichtig, dass die Spielerinnen, die zur Verfügung stehen, dass sie ihre Leistung abrufen können. Und wenn sie es dann schaffen, freue ich mich. Und da ist sie wieder erfolgreich, Stefanie Zase, bereits mit ihrem 8. Treffer in dieser Partie, 14-14. Ja, inwiefern wird das, wenn man auf so hohem Niveau spielt, wie die erste von Grün-Weiß-Schwerin aus der Spreeliga, und einen so kleinen Kader hat, inwiefern wird das zu einem Familienersatz? Ja, es wird ein Familienersatz, aber wir verstehen uns bei Grün-Weiß jetzt letztendlich auch als Familie. Nicht zuletzt der Perspektivkader, den wir vorhin ja berufen haben, soll dafür ein Beispiel sein, weil diese Mannschaft ist eben das Aushängeschild unseres Vereins. Und da oben sitzen die Mädels, die sitzen hier neben uns da oben und die gucken und achten darauf, was hier passiert, weil einfach das Ziel bei den meisten, vielen darin besteht, eben auch mal in dieser Truppe, in dieser Ostsee-Spreeliga oder wie vorhin angesagt, höher zu spielen. Ne? So haben wir es gerade gehört vom Hallensprecher. Susi Grimm nun ins Tor für den 7 Meter. Es wird also mal gewechselt. Vielleicht kann das ja einen Impuls bringen jetzt beim 7 Meter gegen Stefanie Zase, die schon 7 Treffer auf ihrem Konto hat. Und auch diesen sicher verwandelt ihr 8. Treffer. Wir haben jetzt 5,5 Minuten noch bis zur Halbzeit. 14-15 der Spielstand. Also eine spannende, packende Partie hier. Wendy Künzel setzt sich durch. Mit dem Sprungwurf macht ihren 5. Treffer zum Ausgleich. Marion Primär mit dem 16-15 für die Gäste. Hat der Kreis schon durchgesetzt. Das wirkte für mich jetzt etwas vorschnell abgeschlossen von Joda Weng. Ja, ist richtig. Also wie gesagt, da war die Möglichkeit, den Nebenmann anzuspielen. Sie kann natürlich aber auch wieder rauskommen aus dem Bereich, kann tippen, kann sich ein bisschen beruhigen. Die Mannschaft findet sich, positionell werden sie wieder eingestellt auf ihre Position. Kann man den Angriff einfach neu auffahren, kann man neu überlegen, was macht man jetzt für... Aber so ist natürlich nicht schön. Zum Glück sind wir im Ballbesitz geblieben. Da wird eine neue Spielsituation entstehen, denke ich mal. Und da wird der Abschluss auch sicherer sein. Oh, da geht sie durch. Ja, Schwerin auch in Überzahl jetzt, das sollte man kurz noch mit erwähnen. Stark abgelaufen. Das ist eine wunderbare Begleitung gewesen. Hat die Konterspielerin so lange begleitet, hat sie abgeschoben, aber nicht abgedrängt. Ist fair geblieben, sauber geblieben. Ob geht jetzt natürlich, perfekt, geht nach vorne selber, geht über die zweite Welle, kriegt den Ball und belohnt sich selber mit der Arbeit in der Abwehr mit ihrem eigenen Tor. Ja, 16-16, Tine Schröder. So, wie ist jetzt das Verhalten? Hat man ein besonderes Verhalten in Überzahl in der Abwehr? Ja, es ist, ich sage immer so, lieber decke ich in Unterzahl als in Überzahl, weil meistens stellt man sich mit 6 Mann etwas dämlich an, möchte ich bald sagen, als gegen 6 Mann, gegen 5 Mann. Ist einfach so, man glaubt sich sicher zu fühlen, weil wir sind ja zu 6. Und achtet auf eine ganz kleine Nachlässigkeit, nicht so wie hier jetzt eben gerade. Hat kaum Probleme durchzusteigen, obwohl normalerweise ja fast gedoppelt werden kann. Jeder einzelne Spieler kann pro Ball bezogen gedoppelt werden. Da ist ein schöner Block. Und es muss auch abgeschlossen werden, weil es war Zeit angezeigt. Und jetzt die Möglichkeit in Überzahl, das Tor zu machen für Grün-Weiß Schwerin zur Führung. Und da setzt sich Joda Weng durch zum 17-16. Das, was ich sage. Aus der Abwehr raus, sichere Bälle abfangen und dann konsequent nach vorne spielen. So, und jetzt Auszeit genommen vom MTV Al-Landsberg. Und für uns war kurz die Zeit zu resümieren über diese erste Hälfte, die ja nun fast vorbei ist. Schwerin hat jetzt noch die Möglichkeit, noch weiter in Überzahl zu spielen. Wo geht es jetzt noch hin bis zum Ende? Was gibt man den Spielerinnen jetzt mit, 3 Minuten vor dem Ende?
Naja, es ist ja deutlich zu sehen, dass sich Schwerin in die Partie reingewühlt, wie ich vorhin schon sagte, reingewühlt hat, reingekämpft hat. Sie hat eine Menge investiert, den Faden, den sie vor zu Beginn nicht gefunden hat, nun doch aufzunehmen. Sie arbeiten jetzt verbessert in der Abwehr und ich denke ganz einfach, dass sie es jetzt verdient haben und es auch schaffen werden, vielleicht noch zwei Tore zu erzielen und so eben mit einer kleinen, leichten Führung dann in die Halbzeit zu gehen. Das wäre nicht unwichtig. Du jetzt mal für die Gegenseite als Gästetrainer, was gibst du deinen Mädels jetzt mit? Er hat ja nur die Auszeit genommen. Was muss ich bei Landsberg verbessern? Ich denke mal, jetzt geht es darum, der Aufbau ist jetzt ein bisschen zurückgefahren, also hat nicht mehr ganz so viel Wirkung erzielt. Geht jetzt viel über den Außen, über den Kreisläufer. Da denke ich mal, jetzt nochmal gesagt, ruhig, es ist nichts passiert, es ist alles im grünen Bereich. Wir wollen jetzt ein sicheres Ding machen, gucken, dass wir über die Abwehr vielleicht sogar mit einer Führung in die Halbzeit gehen könnten. Das denke ich mal, wird er Ihnen gesagt haben. Ruhig, abgeklärt, auf die Chance warten, die Chance dann dementsprechend nutzen. Ich glaube auch, ja, wir sind noch in Unterzahl. Man wird natürlich auch informiert haben, wie viele Sekunden noch Zeit ist, bis wir aufgefüllt werden können. Das scheint gleich zu sein. Und das ist natürlich auch entscheidend wichtig. Kann man wieder den Spielzug mit 6 Leuten auffahren, anstatt mit 5. Und jetzt kommt wieder Nummer 21. Wahnsinn. Wirft, glaube ich, hier bald 100% von ihrer Außenposition. Ja, es sind 9 Treffer inzwischen. Und Al-Landsberg inzwischen auch wieder voll. Aber das Freigespielte trotzdem noch in Unterzahl. Haben Sie sie da freigespielt? Wie kann das sein? Das ist das, was ich vorhin gerade sagte. Manchmal denkt man, es ist einfacher, gegen 5 zu decken, aber im Endeffekt ist es unheimlich schwierig, sich auf 5 Leute einzustellen, weil im Endeffekt fehlt nur der Kreisläufer. Das heißt, die 5 im Freiraum des Handballfeldes, sie bewegen sich ja trotzdem. Es gibt nur halt keinen Kreisläufer, der eventuell für die Aufbauposition eine Sperre stellen könnte, damit sie dort Wirkung erzielen. Deswegen, es war gut rausgespielt. Und wie gesagt, Nummer 21 geht heute ganz sicher hier. Hat kaum Nachlässigkeiten. Super. Tine Schröder, abgeschlossener Konter, 5. Treffer. Und die Führung wieder für Schwerin. So langsam hat sie sich eingelaufen, sagt es, als die Tine Schröder hat sich jetzt ein bisschen spielt jetzt für Bibi Badlau, die Schweriner schmerzlich vermissen. Aber es hat sie gut eingelaufen jetzt auf der Seite, auch wenn da sehr zu früh rausgerückt ist und die 21 bereits 10. Treffer erzielt. Ja, also das muss man wirklich sagen. Die Tini Schröder hat sich gut in die Partie gearbeitet, strahlt eine tolle Torgefahr aus, verwandelt auch gut. Die Würfe gefallen mir gut. Und auch in der Abwehr klappt es tatsächlich besser. Das ist offensichtlich etwas, was der Trainer so während des Spiels oder in der Zeit dort gesagt hat. Das gefällt mir gut. Jetzt sind sie auf Augenhöhe. Trotz alledem, 10 Treffer von der Außenposition, wenn auch nur von einer Seite. Wie muss ein Trainer da rangehen, um das abzustellen? Ja, man hat jetzt mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich den Passweg, bevor der Pass vom Halben zum Außen kommt, schon mal zustellen. Aber da ist auch halt die Gefahr, hinterlaufen zu werden. Und trotzdem wird die Spielerin gefährlich bleiben. Sie kriegt zwar keinen Ball, aber sie wird sich in die freien Räume bewegen. Und ich glaube, die Spielerin ist, ja, die hat ein gewisses Niveau, die hat eine gewisse Sicherheit und auch ein gewisses Selbstvertrauen. Und sie wird sich so eine Situation, wenn sie halt kurz gedeckt wird oder zugestellt wird, wird sie sich vielleicht auch zunutze machen. Ich weiß nicht, ob es das probate Mittel ist, sie komplett abzumelden. Man wird es sehen, wie sich das entwickelt jetzt. 7 Meter. 2 Minuten, alles in Ordnung. 7 Meter für Al-Landsberg, 2 Minuten gegen Marie Kinscher. Und erneut der Torwartwechsel. Susi Grimm wird jetzt nochmal ins Tor gehen für diesen 7 Meter. Was bewirkt das jetzt genau, dieser Torwartwechsel? Ja, man gibt natürlich der zweiten Torhüterin jetzt die Chance, ins Spiel reinzukommen. Wenn sie den Ball hält, wird sie sicherlich die letzten 1-2 Sekunden, Minuten auf dem Platz bleiben. Aber auch sie steht ein bisschen unglücklich da und die Nummer 21, wie gesagt, eiskalt. Ob nur von außen oder vom Punkt, muss ich sagen, Hut ab vor der Spielerin. Die hat einiges zu bieten. Ja, und so gehen wir in die Halbzeit. 19:19 zwischen Grün-Weiß-Sparin und Alt-Landsberg 2. Und wir freuen uns jetzt auf eine spannende zweite Hälfte, wo viel gegeben ist. Und wir wollen mal schauen, ob sie dann die 21, Stefanie Zase, in den Griff bekommen. Oh,
Ja, Kai hat uns jetzt im Stich gelassen. Jetzt sitzen wir beide alleine hier. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Zweite Halbzeit beginnt. Und was sagst du dazu, dass die Grün-Weiß-Frauen etwas deutlich früher aus der Kabine gekommen sind als Landsberg? Hat das was zu sagen? Na, ich gehe davon aus, dass es ein deutliches Zeichen sein soll, eben, dass die Mädels jetzt gewillt sind, hier das Spiel für sich relativ schnell zu entscheiden und sind einfach bereit und sind in die sogenannte Arena gekommen. Ja, gut, das kann man natürlich auch so interpretieren. Ich würde sagen, der Trainer hat nicht viel zu sagen gehabt, weil die positive Entwicklung in der Schlussphase, denke ich mal, ausschlaggebend dafür war, dass man gar nicht so viel sagen wollte. Luft fassen, ein bisschen Luft holen und auf die letzte halbe Stunde nochmal. Also, da gebe ich dir recht. Schließt das andere nicht aus. Also, ich glaube, dass beides irgendwie richtig ist. Ja, Mandy Künzel macht ihr, jetzt lassen wir mal gucken, ihr auch bereits sechstes Tor. Und ja, jetzt liegen wir mit 20-19 vorne. Und das Ganze auch in Unterzahl, sehe ich gerade, dass Schwerin erst in Kürze wieder auffüllen kann. Das ist natürlich auch wieder ein positiver Schub nach vorne, wenn man in der Unterzahl sich den Ball erkämpft und daraus eine Kontersituation schaffen kann und dementsprechend zum Abschluss kommt, oder? Ja, natürlich. Das ist unweigerlich ein gutes Zeichen. Aber ich glaube, dass die Mannschaft jetzt wirklich es braucht, wieder vollständig zu sein. Gerade Marie, die hier rechts enorm torgefährlich ist, fehlt jetzt. Ne? Ah. Ja, Nadine Hetzer macht das 20-20, auch ihr fünftes Tor und hat gerade auch das Glück, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu stehen, um einen Ball abzuwehren. Und dementsprechend geht es in die zweite Welle. Abschluss von außen, schöner Heber. Und auch da war Susi Grimm dann, die jetzt im Tor steht, machtlos. Das ist natürlich schade, ne? dass solche Aktionen nicht belohnt werden. Das hat die Wendy wirklich gut erkannt, dass der Platz, der Raum da war. Wirft auch relativ gut, aber die Torhüterin ist keine schlechte. Ganz stark, ganz stark. Aus der Abwehr herausgearbeitet. Schöner Pass auf Antje Thormann. Die hat die